Ja, und dann nächste Mission. Das war Grimm, das hatten wir gerade. Ich glaube, Hackerversteck oder war es das andere? Grimm-Grenzregion. Muss ich gerade mal das Bildchen gucken. Nee, das ist die dritte. Grimm. Grimm, das hier ist die zweite. Genau. Grimm, was hat die Analyse der Ingenieurkommunikation gebracht? Ich habe eine Spur zu einem Hacker-Kollektiv in Estland gefunden. Sie verbergen große Teile der Blacklist-Kommunikation im Deepnet. Willst du die Jungs auffliegen lassen? Nein, ich will all das wissen, was die wissen. Aber wenn sie Wind davon bekommen, dass du da bist, würden sie alles löschen. Ah, das kennen wir doch. Wenn du da reinkommst und Systemzugriff erhältst, könnten wir alles Mögliche entdecken. Mission starten. Hackerversteck in Estland. Lädt Daten. Geht doch. Was genau ist das, Grimm? Die Anlage. Es gibt drei Schlüsselpositionen, an denen man auf die Datenkabel zugreifen kann. Die musst du verwanzen. Ich werde sie auf der Blaupause markieren und. Hier aufpassen, diesen Minen. So, manchmal ist ein Typ draußen, manchmal auch nicht. Hier in diesem Fall ist er draußen. Die muss man aber nicht ausschalten. Wie gesagt, ich mache das nur zur Sicherheit. Dann gibt es mehrere Wege hinein. Es gibt einmal den Weg hier. Man kann sich entweder, wenn man es sich schwer machen möchte, hier oben dran hangeln und einfach den Moment anpassen, wo diese Leiste von unten ist und so weiter. Oder man macht einfach dieses Ding hier kaputt. Dann gehen die Lichter auch aus. So. Da muss man gucken. Da oben ist ein Typ. Scheiße. Scheiße. Ne, Wachen haben mich erdeckt. Ich breche die Mission ab. Dann halt nochmal von neu. Na, kriegen wir noch? Ne, Wachen. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Ich bin, glaube ich, jetzt etwas zu schnell unterwegs. Lassen wir es einfach mal. Versuchen wir es einfach wirklich nur mal leise zu machen. Ein bisschen mit Bedacht. Ich nehme einfach jetzt mal einen anderen Weg. Es gibt mehrere Wege hinein. Zum Beispiel da unten lang oder hier hoch. Von den Laser braucht ihr keine Angst haben, wenn er hier reingeht. Na komm. Gehst du wohl hoch? Ne, will nicht hoch. Moment. Jetzt. So, dann kommt er auch hier rein. Hier müsst ihr nur links aufpassen wegen der Kamera. So. Die zwei, da unten müsst ihr aufpassen, da ist nämlich noch einer. Da. Nix da. Du tust keinen Alarm auslösen. So, an der Kamera hier vorbei. So, ganz wichtig, die Leiche immer verstecken, weil ab und zu einer hochkommen kann. Da gibt es da hinten einen Wäschekorb. Kacke, da ist er nämlich schon oben. Der gerade hochgekommen ist, das ist nämlich auch ein Helm-Typi. Aber das ist auch ziemlich gut, wenn er hochkommt, weil das ist nämlich der Typ, den man eigentlich gefangen nehmen müsste. Dachte ich etwas gehört. Zack. Gut, dann ist dann hier schon mal sozusagen sicher. Wo ging es jetzt lang? Jetzt muss ich gerade selbst überlegen. Genau, man kann zuerst nach B hoch.
Das mache ich mal eben. Gab es doch einen Weg hoch. Ja, hier kommt man ganz gut hoch. Dann hier rüber, an der Kamera vorbei. Zack. So, da hinten wäre dann auch der Laptop für das Hacken vom Links. Des Laptops. So, hier an der Kamera einmal vorbei. Warten, bis die Kamera weg ist. Dann kann man da runter. So, dann ist man nämlich auch schon direkt bei B. Grim, ich hacke jetzt die Server im Kontrollraum. Und wie gesagt, hinter uns der Laptop ist eigentlich der Laptop, den man hacken muss. Hier ist der Datenstrom angezapft. Noch zwei und es geht nach Hause. So, jetzt warten wir mal. Kommt man nämlich hier automatisch zu C. So, man kommt aber nicht mehr zurück. Das muss man sich immer bewusst machen hier. So, kurz überlegen, war das hier am besten? Es gab mehrere Möglichkeiten. Ich gehe einfach mal unten lang die Möglichkeit. Aber man kommt übrigens auch nach A, das mache ich mal eben. Indem man einfach hier den Dings wegmacht, geht hier der Laser weg. Man kann das natürlich alles wieder perfekt timen, aber unsinnig. Da kommt man nämlich hier zu A, da kann man ganz normal einfach hacken von der Seite aus. Okay, Grim, greife auf ihre Systeme zu. Kommt nämlich keiner vorbei. Die laufen nämlich die ganze Zeit oder hinten hin. So, jetzt kurz warten. Und zwar ist da ein Typ. So, woanders hingucken. Nicht nach unten. Dreh dich um. Ja, eigentlich reden die zwei miteinander, wie man sieht. Ist halt ein Fehler im Spiel. Selbst auf Perfektionist reden, tun die immer noch reden, obwohl die gar nicht mehr leben. Und das fällt dir noch nicht mal auf. Auch immer witzig. Laber nicht so viel, geh weiter. Den einfach so ausschalten sollte man nicht tun, wegen der Kamera da drüber. Ich glaube, ich schaffe es hier dran vorbei, ohne dass er mich sieht, okay. Kann ich das Rohr hier nehmen? Man kann sich hier runterlassen, vorsichtig. Oh, da labert er immer noch. Da ist eine Kamera und hier die Kamera auch nicht vergessen, ne? Die da. So, man kann auch hier rum. Ach ja, das Datenpaket. Das habe ich ja auch noch nicht. Ich weiß aber, wo man es sich holen könnte zur Not. Ist aber so ein großer Umweg. Ach komm, beweg dich. Der labert und labert. Ich kopiere es jetzt einfach mal. Grim, ich starte den Hack.
Datenleitungen angezapft. Datenübertragung läuft wie gewünscht. Zum Abholpunkt, aber ohne gesehen zu werden, sonst sind die Daten weg. Jawohl. Naja. Sehr gut. So, hier wieder auf die Minen aufpassen. Oh, da sind auch nochmal zwei. Dieser drei sogar, wow. Bereit für Abholung. Zack. Bestätige, ich sehe euch. Holen wir euch da raus. So, das war dann die zweite Mission von Charlie, wollte ich gerade sagen, von Grimm. Von Grimms Dottier. Überspringen. Wurde aktualisiert.